Habe ich echt gedacht, darüber erinnere. Okay. Also hier ist definitiv nichts. Ah, wo könnte noch einer sein? Ah, seid mal versuchen, 100 Münzen zu sammeln? Vielleicht sehe ich den, übersehe ich den sozusagen nicht. Ich mache echt nochmal einen gleichen Fehler. So. Der steht fest hier. Den habe ich. Den habe ich sogar Safety. Eine Rückwärtsseite. Na. So. Nichts hält mich auf. Eingesammelt, eingesammelt. So, dann hier hoch. Die Gegner können keine Rundmünzen haben. Hier habe ich genau geguckt. Hier ist nur ein hässliches Leben drinne. Hier ist eine rote Münze. Da unten ist eine rote Münze. Nicht wie vorhin. Bisher. Ich hätte auch mal die Kamera so machen sollen. Jetzt immer diese scheiß optischen Täuschungen, ey. Mamma mia. Halt nochmal. Selbst noch mit dem Game Over, genau der gleiche Fehler. Naja. 119. Das kann man nicht daran scheitern. Das schaffe ich jetzt. Und besiege ich erstmal Bowser und such dann die 8 roten Münzen, ey. Nicht, dass es wirklich nur 7 gibt. Das ist echt ein fetter Arsch. Ich hab das erst übelst spät bemerkt. Besonders wenn er rennt. Ich bin Baby Mario. Scheiß Uhr. Wer braucht so große Treppen, ey? Bowser ist auch nicht so fett, dass er so große Treppen braucht. So. Bowser, ich kill dich. Nee, ich lasse mal so. Ich mache schon wieder den gleichen Fehler. Ich bin instant dumm. So, Kiste. Die Insel lassen können. Verunnötigt den immer nach links zu schieben. Wenn man den Schatten sieht. Wohin sieht man nur durch Emulator? Kann ja auch sein. Was aber dumm wäre. Boah, fast Sturm. Der Bowser muss ja jetzt eigentlich übelst getuned sein. Mit neuen Attacken wieder denn. Da wieder übelst mächtig wird. Naja, der war nie mächtig. Ich war nur mal immer überrascht, dass er sich porten konnte und der war's. Kann man hier hoch? Boah, das hat mich fast nach, mich getötet. Oh. Da hinten war, glaube ich, keine. Hundertprozentig keine. Ja. Die rote Münze konnte man in die Hose sehen. Das war nur so ein Risikoding. So. Warum kann man dich überhaupt anheben? Sollte man das auf der anderen Seite ummachen? Nee. Leben brauche ich nicht. Ich fahre mal immer eine Runde. Vielleicht ist dann so ein Secret oder so aktiviert. Was nicht gezählt hat. Gut. Dann mache ich das auf meine Art. So.
So. Jetzt geht's los. Das ist der schwerste Gegner überhaupt. Oh, scheiße. Ah, dich töte ich. Bevor er mir ganz so auf den Sack geht. Da ist nichts, dude. Jetzt habe ich jetzt richtig nachgeguckt. Du kannst mal sterben. Sonst schmeißt du mich irgendwann runter, wenn ich ihn finde. Dann kann ich mir mal hier umgucken. Nichts da, nichts da. Ist instant eine Mauer, also Zaun. Hier ist nichts. Nichts, 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 nichts. Mehr als nichts gibt's hier nicht. Vielleicht hat's halt woanders auch noch was aktiviert. Ja, ist aber nicht. Nur dafür ist das lame. Moment. Huch. Nee, nicht runterfallen. Ich wollte nur runter gucken. Nein, auch nicht runterfallen. Ich will nur runter gucken. Hier ist das Ding. Ist das Ding überhaupt glatt? Ja, es ist glatt. Puh. Na, bis dahin ist ja nicht schwer. Solange die Gegner alle weg sind. Und ich habe gerade eigentlich gedacht, dass ich was Rotes gesehen habe. Kann ich mir vorstellen, dass das war, was ich denke. Es ist keine Münze. Oder hier in der Seite oder so. Oder jetzt muss ich rennen oder... Da an der Seite? Nee. Wenn ich hier runter hochlaufe, ist ja nur ein Feuerding. Was auch aktiviert ist. Moment mal. Ja, erstmal den hier. Kann ich hier am Feuer irgendwas? Nee, ist einfach nur Feuer, Feuer. Dann ist hier die Pflanze. Nichts Spezielles machen. Ist da diese komische Münze? Und ich bis Lack hatte. Und nochmal geschafft habe, weil ich aber gut bin. Dann ist halt hier eine. Boah, ich bin schnell hier. 6. Ja, mal 7. Wo ist die 8. verdammte Kacke? Wo ist die 8? So, jetzt waren wir doch schon mal hier. Wo ist die? Kann ich das von hier aus sehen oder so? Oder so? Nee. Keine Chance. Es gibt keine 7. Münze, ey. Also 8. Hier irgendwo? Außen? Nee. Hä? Aber das außen? Nee. Doch bei den Gumbas? Habe voll eine Idee eigentlich, aber da will ich erst die Gumbas irgendwie töten. Darum ist glaube ich auch der Wind hier. Und warum ist da ein Herz? Nein, 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 nein! Ja, voll not dialinkt. Und das mit Absicht sogar. Ich glaube, ich muss nämlich die Säulen zerstampfen. Oder weiß ich nicht, was. Irgendwas damit. Einen Styler machen. Und dann mache ich nochmal einen Styler. Naja, meine ich. Bin nicht Lebensmittel. Ich
Der Tier wäre tot gewesen. Das mache ich nicht normal. Ne, ne, ne. Die Dinger eigentlich noch nicht getroffen, ey. Komm, krabbel ich schneller hoch. Die Säulen sind meine letzte Chance. Sonst wüsste ich nicht wie. Wie, wo, was. Muss ja auch einen Grund geben, warum da Wind ist, oder nicht? Oder muss man das nicht erklären? Warum ist das hier so abgeschnitten? Guck mal. Guck mal. Ich bin hier. Da muss irgendwas sein mit den Seilen, wa? Da muss... Hier ist der Wind weg. Oh, hätte ich die Theorie nicht gehabt, ey. Oh, die war fies. Ausnahmsweise mal. Eine, die erste versteckte Münze eigentlich. So, 120 Sterne. Und speichern. Und zum finalen Bowser. Mario, wie schön, dich zu sehen. Ich dachte gerade an eine Grillparty. Schon bist du da. Jetzt brauche ich mir wenigstens keine Gedanken zu machen, was ich grille. Nämlich dich. Dann gehört die Prinzessin endgültig mir und ich bin auf ewig der Herrscher des Schlosses. Na, Bowser? Du bist ein fetter, fetter Arsch. Wow, das war der beste Move ever. Oh, Feuer. So, die Mucke ist übelst geil. Oh, was? Ist zu lacker gehabt, ey. Oh, da lagen Münzen. Na, 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 na. Übelst nicht anders zu besiegen. Da vorne ist eine Bombe. Nur mit einem Unterschied. Wirklich der einzige Unterschied. Oh. Shalom. Stimmt ja. Ah, das tut weh. Die sind stark. Und ich starte hier mit den Leben und so. Einmal werde ich sterben. Ich sehe jetzt schon kommen. Ist ja irgendwie ein leichterer da. Ich darf irgendwie nicht so lange warten. Jetzt kommt wieder das komische blaue Feuer. Oh, falscher Knopf. Scheiße. Nein, nein, nein. Ah, Kacke. Du stehst genau davor. Ich schaff das. Ich bin so dumm. Ich wusste es. Ich wollte nämlich gerade sagen, lieber springe ich darunter, bevor mich Bowser tötet. Ah, das ist du, das ist die Starter. Oh, was ist denn das? Wie ich das hier Level nicht normal machen muss. So. Es kam keine Meldung. Oh, Mario. Grillen dich, Prinzessin Mainz. Ich hatte einfach gelesen, um zu schreiben. Einmal Stichpunkte. Oh, scheiße. Außerdem, damit habe ich die Frage auch schon beantwortet. Jetzt. Kann man, wenn man... kriegt man Schaden, wenn ich gegen Bowser laufe? Übelst schnell, übelst schnell, übelst schnell. Übelst schlecht. Oh. Ah, nee, macht er wieder die Schockwellen.
Oder er macht das viel schlimmer. Und dann die Schockwellen. Aua. Das ist scheiße. Oh, wenn ich den nicht treffe, ja. Da 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 da. Mit einem Unterschied. Er hält mehr aus. Oh. Yeah. Yeah. Was? Wow. Ich kann laufen. Ich habe Fitness gemacht. Ich wusste es. Scheiße. Hat jetzt irgendwie einen schwarzen Panzer? Ah ne, ist noch der normaler eigentlich. Ja, ist ein übles Lichteffekt hier. Ja. Bowser, du wirst sterben. Wenn ich nicht so dumm wäre. Der kommt ja immer in der Mitte auf. Und macht das da auch noch kaputt. Na klasse, wird nicht gerade leichter für mich. Wesen läuft's nicht. Ich darf die endlich nicht runterschmeißen, dann passiert das noch ein paar Mal. Versucht ihn trotzdem jetzt dagegen zu schmeißen. Ist irgendwie gerade der, der am meisten in Sichtweite ist. Du bist so ein Arschloch, Bowser. Genau, springt da hoch, macht das auch noch kaputt. Oder auch nicht. Und nochmal. Hauptsache keine Fitness machen, nicht zu mir laufen, ey. Ich muss immer zu dir laufen. Voll die Orgelkacke hier. Die Orgel sind jetzt cool. Oh Mann. Da 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 da. So. Du kommst da hin, dann geht das auch noch kaputt, scheiße. So, Bowser. Ich drück immer nicht zu früh. Bist jetzt schon tot oder musst du dreimal machen? Diese Regel von Nintendo. Oh. Er macht alles kaputt. Wir kämpfen auf einem Stern. Dann bist du jetzt da dran. Ne? Feuer, Feuer, Feuer. Das war viel zu lasch. Ah, da kommt Feuer. Ich bin tot. Scheiße. Feuer macht 3 Schaden. Wie Fitness jemand. Oh, bevor du stirbst, will ich dir noch meine guten Moves zeigen. Ja, scheiße, überleben. Ich werde das schon schaffen. Jetzt bin ich Mister. Ich mach das schon. Hätte nie gedacht, ich bin Bowser verrecke. Also schwer ist der eigentlich auch nicht. Ich bin zu dumm, um mich abzupassen. Hey, hey, Mario. Grün? Ich bin immer noch nicht fett genug. Ich habe Augenbrauen und sehe ganz schön hässlich aus. Das stand da wirklich. Das heißt nicht Bowser. Mal gucken, ob der erste trifft. Natürlich, umso schneller er dreht, umso schlechter kann ich ihn einschätzen eigentlich. Wesen fliegt er immer in die Richtung. Mal gucken, ob ich das cheaten kann. Oh, was? Das war nicht gewollt eigentlich. Mal gucken, ob ich das gleich nochmal machen kann. Ah, scheiße, das ist definitiv nicht. Man kann ihn cheaten. Aber wisst ihr was, ich mach das sogar mal nicht. Jetzt, wird doch ein bisschen schwerer haben hier schon. Hier, mal jetzt alles kaputt, Bowser. Wir sind das Finale. Jetzt muss ich meinen Zielen wenigstens unter Beweis stellen. Was holst du jetzt aus, Bowser? Komm schon. Shalom. Oh, er ist tot. Wird jetzt aber nicht zum Schlüssel oder so. So, Bowser kriegt Kind. Ich muss mal sein Kind rausholen. Ich glaub's nicht. Du hast mich besiegt. Wie konnte das nur geschehen? Meine Truppen, die Sterne, alles umsonst. Ja, ich hab alle. Ich glaube, die Macht der Sterne. Was? Es gab insgesamt 120 Sterne im Schloss zu finden. Dann habe ich wohl einige bei meiner Suche übersehen. Das ist alle übersehen, du Noob. Jetzt kehrt der Frieden zurück in die Welten der Gemälde. Was für eine fürchterliche Gedanke. Mann, ich kann nicht lesen. Das kann ich mir nicht länger ansehen. Ich verschwende. So long. So long. La 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 long. So lang. Bis zum nächsten Mal.
Ja, was? So long? So long. Bis zum nächsten Mal. Ich komme wieder. 121 Sterne. Nein, ich habe wirklich 121 Sterne. And it's all thanks to you. Thank you, Mario. We have to do something special for you. Here we go! Listen, everybody. Let's bake a delicious cake. For Mario. Das war Mario Super Mario 64. Ein Spiel, das jeder in seiner Kindheit gespielt haben müsste eigentlich. Es ist jedenfalls legendär. Es ist übelst der Meilenstein in der Videogeschichte. Und kann man immer noch spielen, finde ich. Und es ist gerade übelst die gute Musik. Übelst die schöne. Und sowas finde ich auch geil. Das habe ich schon immer gefeiert. Na, was heißt immer? Das habe ich sogar bei Link to the Past gefeiert, dass man alles nochmal sieht. Jetzt in den Credits, das finde ich geil. Das Welt der Scheißgiftgrotte. Der, keine Ahnung, wie der heißt. Wiggler. Der Wiggler. Na, warte mal, ich kenne die Musik nicht. Aber ich habe jetzt 120 Münzen, Sterne. Ich habe es nicht gelernt. Boah, die Welt war kacke. Nie wieder. Ich werde diese Welt nie wieder anfassen. Dieser geile Game, geh mir instant in den Sack. Ja, diese verbackte Welt. Das war übelst easy, das Level. Hat er nicht immer gegrinst in der richtigen Perspektive? Hm. Na, hier, wo man höher springen muss, dann kommt der Wasserstand höher. Scheißaffe. Eigentlich will ich eher meine Fresse halten, weil ich das irgendwie mag gerade. Aber mache ich nicht. Nicht wundern, wenn ich jetzt... ach du Kacke, ist die Scheiße, die Welt. Ach, das mal.
Das Secret Level. Man würde das sogar sehen, wenn man nicht da wäre. Okay. Würde man wirklich alles an die Zeit bekommen. Da ist er. Da kommt man nicht rauf. Das ist voll shitty. Na, hast dein Körper? Ciao. Voll der Shit da oben. Oh, was ist denn das da auf dem Dach? Und vielen Dank. Sogar in Deutsch? Kein Ding. Das ist jetzt sogar echt vielen Dank. Würde da ein anderes Bild sein denn, wenn ich da andere Sprache machen würde? Ich denke schon. Geht das auch weiter? Nicht, dass ich das Spiel neu starten müsste. Das wäre ja ganz schön scheiße. Das haben sie auch bei Zelda immer gemacht. Fand ich scheiße. Also erstmal trinken, wenn das nie weggeht, dann muss ich das Spiel neu starten. Darum konnte man beim letzten Stern nochmal speichern. Ja, ich muss das Spiel neu starten. Dann sehen wir uns gleich wieder, das werde ich einfach hinten dranhängen, das wird kein neuer Part. Ja, dann bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Nee. So. Dann werden wir mal gucken. Ich habe 120. Jetzt will ich das gucken, was ich schon immer sehnsüchtig drauf gewartet habe. Wenn man 120 Sterne hat, sollte diese Kanone frei sein, die auch wirklich offen ist. Noch nie gesehen. Werde ich zum ersten Mal machen. Und die ist dazu gedacht, auf das Dach zu fliegen. Weil man ja leider schon gesehen hat, wer da wartet. Wie mag ich nicht? Mit dem ersten Schuss? Ja, auch nicht so schlecht. Oh, zwei Leben. Und eine Flugkappe. Drei Leben. Und Yoshi. Ich meine, wer ist denn das? Na, also Yoshi? Hey Mario, seit unserem letzten Abenteuer ist viel Zeit vergangen. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Man erzählte mir, dass ich dich hier treffen könnte, aber ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Ist es wahr? Du hast Bowser besiegt und alle gestohlenen Powersterne zurückgeobert? Unglaublich. Und die Prinzessin? Du hast sie gerettet? Cool. Aber ich wusste natürlich, dass du es schaffen würdest. Nun habe ich noch eine ganz spezielle Nachricht für dich. Danke, dass du Super Mario 64 gespielt hast. Du hast jetzt alle Sterne gefunden und damit das Spiel beendet. Aber wir haben noch eine kleine Überraschung für dich. Wir hoffen, sie wird dir gefallen, denn du kannst das Spiel nochmals unter veränderten Bedingungen spielen. Viel Spaß. Es könnte sein, dass du dabei neue Entdeckungen machst, die dir bis jetzt verborgen geblieben sind. Das Super Mario 64 Team. Ich kann mich so lange nicht bewegen. unter veränderten Bedingungen. Das wusste ich jetzt nicht. 100 Leben. Hauptsache ich stampfe erstmal das Schloss runter. Hauptsache ihr drängt mich. Warte. Unter veränderten Bedingungen. Das will ich gleich im ersten Level sehen. Erstmal will ich hier ein bisschen fliegen, warte. Erstmal fliegen. Einfach so, weiß, wenn man es kann. Ah, das ist die Welt von oben. Viel gibt's nicht zu sehen, aber man kann fliegen. Ja, das ist ja mal ein Secret. Erstmal übelst 100 Leben. Ah, so kriegt man diese Münzen hier. Wo ich das gerade nicht geschafft habe. Moment, ich gehe mal jetzt ins erste Gemälde rein. Ich will das wenigstens sehen. Aber ich mache das nicht. Ich will es sehen. Wenn ich jetzt da reingehe, habe ich die Kappe noch? Nee. Ich hasse das, wenn ich meine Kamera nicht ändern kann.
veränderten Bedingungen. Das will ich jetzt sehen. Okay, nichts hat sich geändert. Hier sind noch alle. Besiege König Bob-omb. Moment, mach ich schnell. Sonst fällt mir nichts ein. Oh, das hier war das erste Level, Mann. Bist kein Ding gewesen hier. Also die Welt war eigentlich auch schon relativ groß, finde ich. Wir gucken, ob man König Bob, ob man jetzt anders besiegen muss oder so. Also was. Ah, ich kann man hochschieben. Nee, nee, für die Münze konnte man das machen, ja. Weil wenn jetzt irgendwie hier nichts Neues ist, kann mir vielleicht jemand verraten oder so. Ist das hier ein Porter? Oder warum sieht das hier so scheiße aus? Nee. Hab ich noch nie gesehen. Ich bin gerade zu dumm. Na na da, na na da. Ah, das war die letzte Aufnahme jetzt. Ah, da muss ich mir ein neues Spiel suchen. Ah, Mario ist mir jetzt ins Herz gewachsen. Überhaupt schon mal verwendet. Ah. Da steht er. Der schon besiegte. Dann werde ich was tun, was ich noch nie getan habe. Ich bin König Bob-omb, Herrscher der Scheißdinger. Wir erlahen uns und sind scheiße. Hauptsache, ich bin sehr schwer. Ist er nicht schon tot? Ah ne, da muss man den Tremor machen. Oh, ich bin voll schwer. Oh Mann, komm. Nicht, dass er so wie Bowser jetzt handelt, so. Nee, der guckt instant auf mich. Ich kann doch schon machen. Das passiert. Ich werde es doch nicht machen, was ich vorhatte. Ich habe keine Veränderungen jetzt gemerkt. Also, das Level ist abgeschlossen. Ich habe alle Sterne. Schieße ich mich noch immer aufs Dach. Mal gucken, ob Yoshi wieder da ist. Ich werde noch mal kurz lesen mit den veränderten Bedingungen. Wahrscheinlich nicht in allen Leveln. Das ist wirklich der einzige Grund gewesen, warum ich alle Sterne gemacht habe. Nur um da oben mal hinzukommen. Ich war noch nie auf dem Dach. Ich habe da nur Videos mal gesehen. Hier ist es so ruhig. Ich glaube, hier kann man keinen Fehler machen, um sich hier hochzuschießen. Mehr als 100 Leben gehen nicht. Nee, Yoshi ist instant weg. Instant. Hey, dann fliege ich jetzt einmal. Die Blöde. Das war Super Mario 64. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und danke fürs fleißig gucken. Besonders an dich, Moindi. Ja, Namensnennung. Weil er, beziehungsweise du warst wirklich fast der Einzige, der mal ein Projekt mal instant mal geguckt hat und kommentiert hat. Das ist für mich extrem, wie soll ich das sagen, ich freue mich jedenfalls übelst immer mal zu lesen. Ich mag das einfach. Jedenfalls danke dafür, danke für die anderen alle, dass Mario eigentlich doch recht gut ankam, finde ich. Weil wenn ich schon so 20 Views mal auf dem Video habe, dann freut mich ja nicht übelst. Weil 20 ist schon relativ viel für mich jedenfalls. Das war schon echt cool. Mario ist halt nicht unbedingt das schwerste Spiel. Aber es ist definitiv spielbar. Mal gucken, ob ich hier im Schlossgarten sterbe. Das hat mir definitiv übelst Spaß gemacht. Auch wenn ich hier und da mal übelst verzweifelt bin. Sprich Wüste oder weiß ich nicht was. Wüste, Giftgrotte, glaube ich nicht. Die Regenbogenraserei, diese Uhr, die war übelst grässlich. Aber im Großen und Ganzen war das übelst perfekt hier alles. Oh, hier kann ich auf. Auf. Ah, man kann nicht über die Welt. Das habe ich immer versucht. Ah, es hat mir übelst Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf das nächste Projekt. Ich weiß immer noch nicht, was das werden wird.
Aber bis dahin, erstmal ciao. Und dann sehen wir uns im nächsten Projekt wieder. Moment. Wir werden jetzt nach oben gehen. Dann sehen wir uns beim nächsten Projekt dann wieder. Auch wenn ich noch nicht weiß, was es ist. Ah, vielleicht ist es ja das Pixelige. Da weiß ich nicht was. Da muss ich noch gucken. Da muss ich gucken. Na gut, Leute, dann bis zum nächsten Projekt. Und danke, dass ihr zugeschaut habt. Ihr seid die Besten. Gut, denn man sieht sich, Leute, im nächsten Projekt. Das habe ich jetzt tausendmal gesagt. Ciao. Ich stehe hier so rum und wacke mit dem Arsch. Nee, ciao, Leute.